Na, Hildi, alles gut so? Hast du es bequem? Und damit hallöchen, Leute. Willkommen bei Panido und unserem Unboxing von Playmobil Country Bauernhof. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und schaut euch mal bitte hier hinten an. Der Karton ist sowas von prall gefüllt, beziehungsweise prall bedruckt mit allem, was in diesem Set enthalten ist, sodass fast gar kein Platz mehr war auf dem Karton. Habt ihr das gesehen? Also, irre, hier, man sieht schon, es ist auf jeden Fall ein sehr großes Set. Es gibt sehr viele Teile dabei, dazu, also ja, dabei, darin. Und los geht's, Leute, wir beginnen mal mit dem Aufbau, und zwar ohne groß rumzuschweifen. Also, hier haben wir doch schon mal, das sieht doch schon mal aus wie ein Stück Gerüst von unserer Hütte, oder? Die wir da eben schon vorhin gesehen haben. Sehr coole Bauernhütte. Und, ja, es ist so ein bisschen, ich sag mal, in Fachwerk gehalten, ja. Daher diese Holzverkleidung und ein paar weiße Elemente darin. So, hier haben wir noch einen Teil, schaut mal. Und da kann man schon direkt hier die Mistgabel einsortieren. Und den Besen und den Rechen und die Hake und was noch, eine Schippe vielleicht. Also, was man halt alles so auf dem Bauernhof braucht, wa? Vielleicht sind sogar einige von euch, vielleicht wohnen sogar einige von euch im Bauernhof, wer weiß. Oder auf dem Land so. Vielleicht sind eure Eltern irgendwie im Bauerngewerbe tätig oder sowas in der Richtung Landwirtschaft. Dann, Freunde, sagt mir das doch mal in den Kommentaren, das würde mich immer interessieren. Und genau, während ich erzähle, bauen wir schon mal weiterhin hier unsere Hütte aus und ein. Wir haben schon mal grüne Fenster angesetzt, auch eine grüne Tür mit noch grünerem Türrahmen. Drin sind ein paar Flächen zum, ja, zum Lagern oder so. Oben, ihr seht schon, das ist, wird zweistöckig. Beziehungsweise ist es vielleicht auch nur ein großes Fenster. Wir werden sehen. Sieht mir jetzt doch eher nach einem großen Fenster aus. Oder doch eher zweistöckig. Oh, Freunde, bleibt weiterhin gespannt. Okay. So, das hier sieht mir nämlich aus wie ein Gerüst. Wir klicken hier mal die ganzen Stützbalken dran. Das kommt hier seitlich einmal dran. So, böp. Denn das Haus hat da noch deutlich mehr zu bieten als einfach nur die Wohnfläche, nicht wahr? Und das muss es auch, denn wir befinden uns... Ha, wo, Leute? Richtig, auf dem Bauernhof. Da muss es ein bisschen mehr Sachen geben. Da hier zum Beispiel, ich denke da an Ställe, ja. Ich denke da an Lagermöglichkeiten, an Schuppen, an Geräteschuppen, an einen Schuppen, Lagerschuppen für Gemüse, Getreide, Obst und was nicht alles an einem Bauernhof angebaut und abgebaut wird. So, hier oben, ah, das sieht mir jetzt eher doch nach zweistöckig aus, denn es gibt hier tatsächlich eine Terrasse, eine lichtdurchflutete Terrasse. Die wird noch hübsch behängt, behangen mit, ja, mit Grün, mit Blumen. Und hier haben wir noch ein Fenster in der Seitenwand, die kommt nämlich an das Gerüst ran, genau an die andere Seite. Klick, klick, hier oben noch einmal, jawohl, klack. So, Freunde, das sieht doch schon nach einem Haus aus, würde ich sagen. Hier oben kommt noch ein Blumenkübel dran. Okay, dann lasst uns hier mal die erste Etage einziehen. Böp, das geht zum Glück schneller als im echten Leben. Hier wird einfach mal rucki zucki eine Etage geklöppelt, überhaupt kein Problem. Wenn die hier hinten reinklickt, jetzt haben wir es. So, Freunde, schaut euch das an, oder? Eine Pracht von Bauernhof, möchte ich mal fast sagen, oder vom Bauernhaus zumindest. So, aber wir sind natürlich noch lange nicht fertig, Freunde. Das Set ist riesig und wir sind noch nicht am Ende, das kann ich schon mal sagen. Hier haben wir zum Beispiel schon mal eine Treppe inklusive Geländer, die so, das finde ich ein bisschen cool, dass sie so seitlich über Eck quasi angebracht ist. Das hat doch was. Immer nicht alles nur gerade und geradlinig und hier senkrecht waagerecht, sondern auch mal übers Eck. Ja, das macht doch gleich mal was her, oder was? Das gibt ein bisschen Stil, ein bisschen Atmosphäre, ein bisschen Flair, sage ich mal. Oh Mann. Okay, so. Hier haben wir das nächste Mini-Häuschen, beziehungsweise kein Mini-Häuschen. Es sieht, also ich finde, es sieht aus wie ein Mini-Häuschen. Tatsächlich aber, ich finde, es sieht aus wie so ein kleines Klohaus, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass die da oben aufs Klo gehen. Ich würde mich wundern. Naja, das ist einfach nur ein Eingang, beziehungsweise Ausgang. Jetzt haben wir was Interessantes, Freunde. Und zwar so ein Greifer. Den habe ich das letzte Mal gesehen auf dem Jahrmarkt, wo ich immer versucht habe, so eine Dinger da zu greifen. Kennt ihr bestimmt. Und ja, wie ist es, diese Kralle ist einfach immer zu locker eingestellt, sodass man das gewünschte Spielzeug oder Kuscheltier oder was auch immer einfach nie erwischen kann, weil das einfach immer rausploppt. Also das ist eine richtig fiese Angelegenheit. Ich kann euch nur empfehlen, diesen Greifer nicht zu benutzen, denn ihr werdet vermutlich kein Glück haben. Das ist zumindest meine Erfahrung. Aber hier hat der Greifer einen anderen Zweck. Und zwar kann man da, ja gut, ihr werdet es ja noch sehen, aber auf jeden Fall kann man damit zum Beispiel Lieferungen nach oben tragen, beziehungsweise ziehen oder natürlich auch nach unten, je nachdem. Definitiv aber ein ziemlich cooles Feature für dieses Set. Und jetzt hängt also unser Greifer da so rum. Da kann auch erstmal hängen bleiben. Denn wir bauen erstmal hier oben das Dach an.
Und zwar in wunderschönem Rot. Jetzt kriegt das Ganze noch ein bisschen Farbe. So. Hier müsst ihr natürlich überall gucken. Es gibt diverse Stellen, wo man das einklickt. Böp, hier ist noch ein bisschen schief. Zack, hier oben, hier an der Seite noch. Hier der Stützbalken wird noch eingeklickt. Oder diese Trennwand, meine ich. Okay, hier noch ein kleines Vordach. So, stellen wir das mal weg. Das sieht doch wunderbar aus, oder nicht? Jetzt sagt ihr doch mal was. Gut, hier haben wir auf jeden Fall noch einen kleinen Zaun. So, noch so eine kleine Abgrenzung, noch ein bisschen mehr Zaun. Und ich stelle euch jetzt noch dazu, was noch alles im Set enthalten ist. Was? Was? Schon morgen? Oh, Mono. Bernd, Bernd, aufstehen, es ist Zeit. Okay, alles klar. So. Na gut, meine Liebe, dann kümmere ich mich mal ums Heu und du kannst schon mal die Kuh melken fürs Frühstück, okay? Ja, geht klar. Und Lea wird die Tiere füttern in der Zeit. Alles klar, Liebling. Gut, dann stehe ich mal auf. Okay, dann will ich doch mal die kleine Lea wecken. So, lasst es euch schmecken, meine Lieben. Guten Appetit. Nanu, Lea, du bist ja schon wach. Guten Morgen, Mama. Wow, und du hast ja sogar schon die Schweine gefüttert. Was ist denn in dich gefahren? Ja, guten Morgen, Mama. Hab ich. Okay, also ich werde jetzt erstmal die Kuh melken, damit wir frische Milch zum Frühstück haben. Fütter du mal ruhig weiter. Jep, mach ich. So, da wäre ich, meine Lieben. Oh, wie ich sehe, hat Lea euch auch schon gefüttert. Oh, vorbildlich. Na gut, dann werde ich euch mal melken. Nicht wahr, Hilde? Okay, meine Liebe, dann hole ich dich direkt mal raus. Okay, du weißt ja, was jetzt passiert. Jetzt wird gemolken. Na, Hildi, alles gut so? Hast du es bequem? Sehr gut, dann wollen wir die Pumpe mal anstellen. Okay, das war's auch schon, meine Liebe. Gut, dann werde ich jetzt mal das Frühstück vorbereiten. Lea wird sich freuen. So, es wäre aufgetischt. Leute, Frühstück! Es gibt frische Milch! Na, wo bleiben Sie denn? Oh, frische Milch höre ich da. Oh, lecker, lecker. Hi, ich hätte ja gedacht, Lea kommt als erstes. Lea, frische Milch. Da bin ich schon, Mama, da bin ich. Ah, da bist du ja. Ich habe mich schon gewundert, wo du steckst. Hier, bitteschön, der erste ist für dich. Ja, danke. Mann, ist das lecker. Frische Milch schmeckt echt am besten. Ja, aber na klar, und frisch gezapft, das ist immer noch das Beste. Unsere Kühe hier von Pandido City sind einfach die glücklichsten. Und weiter geht's, Leute. Wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, dann klickt einfach auf eins der beiden Videos hier rechts im Bild. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, denn wir bringen euch jeden Tag ein neues Video zu Playmobil Polizei, Feuerwehrmann Sam, Playmobil Feuerwehr und. Einfach den Abonnieren-Knopf drücken und ihr verpasst kein Video mehr.